Und Kevin hat irgendwie ein Video von mir hochgeladen und nimmt mich da wohl hops oder so. Die Streams, die dürften strafbar sein, weil hier Videos von Patienten gezeigt werden. Danke für nichts, danke, dass ich jetzt meine Zeit hier verschwendet habe. Für nichts und wieder nichts. Wenn dieser Mensch mich auf YouTube einfach preisgegeben hätte, ja? Komplett. Ich hätte den angezeigt. Strafbar ist das Verhalten wohl auch und sie könnten natürlich von den Patienten verklagt werden. Sie könnten natürlich von den Patienten verklagt werden. Die Anzeige geht auf jeden Fall raus an diesen Kevin. Jetzt stell dir einmal vor, du bist Pflegekraft in einem Krankenhaus und du hast scheinbar nichts Besseres zu tun, als die Daten deiner Patienten live im Stream auf TikTok zu doxen und dann noch damit zu drohen, all diejenigen anzuzeigen, die dich dafür auffliegen lassen wollen. Eigentlich würde ich es ja inzwischen selbst kaum glauben, doch genau das ist letztens in einem Livestream auf TikTok passiert, als diese Streamerin gedroht hat, mich und meine Community anzuzeigen, sollten wir sie exposen. Und ja, davon lasse ich mich natürlich nicht einschüchtern und schon mal gar nicht bedrohen, auch wenn wir in der Vergangenheit bereits für einen ähnlichen Fall 3.000 Euro zahlen mussten. Damals hat mir vor allen Dingen die Community und Rezo dabei geholfen, diese Kosten zu decken. Also Kuss an dieser Stelle nochmal an euch alle. In diesem Fall werde ich euch verschiedene Szenen und Ausschnitte von unterschiedlichen Livestreams dieser Streamerin zeigen, worüber wir jetzt ernsthaft mal reden sollten. Außerdem habe ich mir für meine Exposed-Reihe den besten Anwalt auf ganz YouTube rausgesucht. Ich sag nur, dieser Datenleck, the one and only Christian Solmecke, der uns für dieses Video aus rechtlicher Sicht Rückendeckung geben und einige Aussagen der Streamer widerlegen kann. Dabei geht es besonders um Aussagen wie: Da ist kein Geburtsdatum, da ist nur Nachname und Vorname. Wie dumm kann man nur sein? Ich kann euch das Bild gerade sogar zeigen von dem Patienten, was ich da gerönt habe. Und ihr werdet trotzdem nicht erfahren, welcher Patient das war. Darfst du filmen? Was drehe ich denn hier? Drehe ich hier Geschlechtsverkehr-Videos? Ich darf filmen. Aber wenn ihr doch alle so ein Problem habt, könnt ihr doch alle gerne rausgehen. Ist doch gar kein Problem, oder? Da dürfen die Nachnamen oder Namen sehen. Habe ich den Patienten gezeigt? Habe ich Patientendaten wie zum Beispiel Adresse oder Geburtsdatum gesagt? Oder weiß ich was? Patientennamen darf man sagen. Wie viele Leute, sag ich mal, wie viele gibt es hier auf dieser Welt? Ich bin ein oder wie? Und ich kann nicht gekündigt werden, weil hier ist nichts mit Datenschutz gerade. So, aber bevor wir in den aktuellen Fall reinstarten, bekommt ihr jetzt erst nochmal ein Update zu dem letzten Fall. Und zwar zu diesem Streamer hier. Das war ein Security-Mann, der während seines Einsatzes in einer Psychiatrie so ziemlich alles über Patienten gedoxt hat, was man doxen kann. Und dabei sogar noch die psychischen Erkrankungen dafür benutzt hat, um für den eigenen Stream Werbung zu machen. Da schauen wir jetzt nochmal ganz geschmeidig rein. Du. Ich dachte, was? Aber okay, was? Durchfall hier, da. Es war Bodensee hier. Der hat einfach alles gestopft. Der hat 4 Toiletten gestopft. Der hat einfach ein Ding Papier gemacht. Leute, die mir nicht folgen, folgt. Es gibt jeden Tag neue Geschichten. Vertraut mir. Ihr werdet einfach Spaß eures Lebens haben. Und die ist dann immer um 2, 3 Uhr immer da im Flur. Und sie redet mit sich selbst. Und das würdet ihr hören und das würdet ihr bocken. Vertraut mir. Was hat das mit Datenschutz zu tun, wenn ich nur live bin und mich mit den Leuten unterhalte? Warum mischst du jetzt Datenschutz ein? Das hat doch mit Datenschutz nichts zu tun. Datenschutz. Ja, wow, man denkt, ich bin hier neben mir und sie tanzt mit mir. In den Kommentaren dieses Videos haben einige von euch behauptet, dass es ein absoluter Fail von mir gewesen sei, den falschen Datenschutzbeauftragten eine E-Mail geschrieben zu haben. Und ganz ehrlich, ich als Außenstehender, der diese Fälle anzeigt, bin immer noch der Meinung, dass die Datenschutzbehörde aus dem Ort, wenn sie denn nicht zuständig ist, diese E-Mail an eine zuständige Datenschutzbehörde weiterleiten müsste. Und genau für diese Fälle bitte ich diese Institution sogar, meine E-Mails an die zuständigen Datenschutzbehörden weiterzuleiten. Und dass der Datenschutzbeauftragte in Mannheim, also genau dieser Datenschutzbeauftragte der Stadt, wo dieser Livestream stattgefunden hat, dass der nicht zuständig ist, das ist doch eher nicht mein Fehler, sondern eher ein Fehler im System, oder nicht? Ich habe mir aber die Informationen des Datenschutzbeauftragten aus Mannheim zu Herzen genommen und habe all meine Beweise an den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg weitergeleitet. Ja, und damit hoffe ich, dass wir jetzt endlich mal bei der richtigen Adresse gelandet sind. Ich habe auf jeden Fall diese Eingangsbestätigung hier erhalten und wollte euch einfach mal mitteilen, dass dieser Fall in die zweite Runde geht. Außerdem hat mir der Mannheimer Morgen, also die Presse aus dem Bereich, eine E-Mail geschrieben und möchte über diesen Fall berichten. Diesbezüglich bin ich mit den Journalisten in Kontakt, denn alle meine Informationen müssen vorher einmal verifiziert werden und presserechtlich geprüft werden. Ich will euch damit einfach nur zeigen, dass im Hintergrund noch ganz, ganz viel über meine Videos hinaus passiert, was ihr jetzt noch nicht mitbekommt. Ich werde euch aber updaten, wenn es dazu Neuigkeiten gibt. Einige von euch haben mir übrigens empfohlen, den Streamer direkt, beziehungsweise auch den Agentur Chef anzuzeigen, da dieser mich ja in einem Telefonat so behandelt hat. Ja, ich kann Ihnen auch sagen, um welche Institution es sich handelt. Halt deine Mann, halt deine erzähl mir kein. Hast du verstanden? Ja, gut, dann. Hast du das verstanden? Halt deine
Warum das aber nicht geht, also dass ich diejenigen selbst anzeige, wird uns der liebe Christian Solmecke im Verlauf des Videos gleich noch erklären. Und ich hoffe, dass wir inzwischen in Kooperation mit der Presse und auch Christian Solmecke auf verschiedenen Kanälen und auf verschiedenen Rechtswegen versuchen, Druck auf diese Streamer und auf diese Krankenhäuser auszuüben, damit wir dieses Phänomen irgendwann vielleicht doch mal komplett ausrotten können. Und auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, ich werde noch lange nicht jeden Fall, den ich sehe, auch verfolgen. Ich verfolge tatsächlich nur die Fälle, wo es aktiv und auch massiv zu Schädigung der Patienten kommt. Das heißt aber auf keinen Fall, dass ich es gutheiße, dass Kollegen wie sie, er oder auch sie im Nachtdienst von ihrer Arbeit aus livestreamen. Im aktuellen Fall kümmern wir uns aber erstmal um diese Pflegekraft, die nahezu wöchentlich aus einem Krankenhaus in Köln livestreamt und sich ehrlicherweise dabei ziemlich asozial verhält. Dass sie wirklich jede Woche live geht, weiß ich unter anderem daher, da ich sie seit mehreren Wochen verfolge und diese Livestreams immer auf TikTok angezeigt bekomme. Diese Streamerin doxt in ihren Livestreams zwar keine Patienten, aber es ist trotzdem wichtig, heute einmal über sie zu sprechen, denn Folgendes ist passiert. Denn in eines ihrer aktuellen Livestreams wurde sie von ihren TikTok-Zuschauern darauf aufmerksam gemacht, dass ein Ausschnitt ihrer Livestreams bereits schon mal Teil meiner Exposed-Reihe war, woraufhin sie mir ernsthaft drohte. Guck mir das mal gleich an. Wer heißt denn der? Nicht die von YouTube. Anzeige geht auf jeden Fall raus an diesen Kevin. Direkt morgen früh das Erste, was ich mache. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Warum? Warum muss ich das sagen? Und ich frage mich ganz ehrlich, was ist denn ihr Problem, beziehungsweise das Problem vieler Streamer? Sie streamt doch da gerade live auf TikTok, während sie eigentlich arbeiten müsste, aber das ist eine andere Geschichte, will also obviously vom Zuschauer gesehen werden. Erwähnt man diese Streamer aber irgendwie in einem negativen Kontext, zum Beispiel in meinem Exposed-Videos, drehen sie alle komplett frei und drohen mir sogar mit einer Anzeige, sag mal. Ehrlicherweise warte ich auch seit mehreren Wochen genau auf diese besagte Anzeige, weil diesen Free Content nehme ich natürlich auch mit. Aber bis heute muss ich leider gestehen, dass nichts angekommen ist. Wahrscheinlich wieder nur heiße Luft, um vom eigenen Fehlverhalten abzulenken. Ja, und im Verlauf ihres Streams kam es übrigens zur ultimativen Inception, denn Folgendes ist passiert. Unter fällt auch ein Fall aus meinem letzten Video, zu dem es jetzt brandheiße neue Informationen gibt. Moment, ich muss mal gucken. Denn mein ursprünglicher Verdacht ist ein Paket. Doch, und da könnt ihr euch Prozent auf. Und das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen. Während sie einen Livestream aus dem Krankenhaus macht, schaut sie meine Exposed-Videos, wo ich genau das Verhalten kritisiere. Also bescheuerter wird's ja wirklich nicht mehr. Im Verlauf zeigt sie in ihrem Livestream übrigens auch noch meine Videos und meinen YouTube-Kanal. Ja, aber der hat ja so ein paar. In welchem soll ich denn sein? Okay, okay, Moment. Du kritisierst mich, weil ich dich angeblich in meinen Videos zeige, zeigst aber mich und meine Videos unzensiert in deinem Stream? Doppelmoral? König der Doppelmoral, fertig, aus! Und da der Stream auf TikTok inzwischen seit mehreren Stunden lief, ließ es sich ein User nicht nehmen, mal nachzufragen, warum man denn von der Arbeit aus streamen muss. Die Antwort allerdings war mal wieder eine 10 von 10. Doch, ich habe Arbeit, aber ich mache gerade Pause. Darf man auch als Pflegekraft Pause machen? Ist das gestattet? Ist das erlaubt? Mein Gott, Alter, und ich kann das alles nicht mehr, wirklich. Diese Streamer präsentieren sich öffentlich, wollen aber auf der anderen Seite nicht gezeigt werden. Kann mir das mal einer erklären? Also jetzt for real? Und da sie bei der Recherche meiner Videos leider zu blind war, um sich selbst in meinen Exposed-Videos zu finden, hatte sie den Verdacht, dass der Chat sie eventuell ein bisschen an der Nase herumführt, was natürlich gar nicht fit geht. Du wurdest nicht gepostet, die labern, weil ich habe mich gerade echt nicht hier gefunden. Mein Kollege guckt hier nämlich auch, der hat auch jetzt alles durchgeguckt, ich habe alles durchgeguckt. Danke für nichts, danke, dass ich jetzt meine Zeit hier verschwendet habe, für nichts und wieder nichts. Ich bin gerade so angepisst, ich bin mega genervt, mega genervt. Also wie kann man jemanden gerade so krass hops nehmen und meine Zeit so unnötig gerade verschwenden? Was hast du gerade davon? Ich weiß auch gar nicht mehr, wer das jetzt war, wer diese gelabert hat, dass ich angeblich auf YouTube bin und keine Ahnung was, dass ich hier hops genommen werde. Wie könnt ihr es wagen, ihre wertvolle Zeit zu stehlen? Ich meine, sie ist doch arbeiten oder streamen oder irgendwas halt. Natürlich ist sie auch gar nicht genervt davon, dass man ihren Livestream hinterfragt und fängt an, sich folgendermaßen noch zu rechtfertigen. Wenn dieser Mensch mich auf YouTube einfach preisgegeben hätte, ja, komplett, ich hätte den angezeigt. Ich weiß, dass ich hier nichts Falsches mache und ich darf in meiner Pause machen, was ich will. Ich gebe keine Patientendaten preis. Ich tue meine Arbeit nicht zur Schau stellen und ich darf in meiner Pause machen, was ich möchte und ich mache hier nichts Falsches. So. Ja,
weiß ich jetzt wieder nicht so genau. Ja, wer das zum Glück aber viel besser bewerten kann als wir, ist der liebe Christian Solmecke und dem haben wir mal folgende Fragen gestellt. Zunächst einmal wollten wir von Christian wissen, wie er diese Streams bewertet und was er denkt, was diese Streamer grundsätzlich an Konsequenzen zu befürchten haben. Darauf hat er folgendes geantwortet. Ja, zunächst einmal, da verstoßen diese Streamer tatsächlich massiv gegen Datenschutzrecht, denn Gesundheitsinformationen und die Gesichter von Menschen, die sind sogar als sensible Daten ganz besonders geschützt. Die Streams, die dürften strafbar sein, weil hier Videos von Patienten gezeigt werden und gegebenenfalls sogar ihre Stimme zu hören ist und damit personenbezogene Daten zum Zweck der eigenen Bereicherung offengelegt werden. Außerdem verletzen die Streamer hier auch ihre Pflichten aus dem Arbeitsvertrag. Und wer außerdem mal während der Arbeitszeit streamt, statt zu arbeiten, dem droht eine Abmahnung. Und das Ganze ist Arbeitszeitbetrug. Diese Verstöße gegen den Arbeitsvertrag, ja, die können im schlimmsten Fall sogar zu einer Kündigung führen. Viele von euch haben sich dabei noch gefragt, was wir als Community noch machen können, beziehungsweise warum ich nicht einfach diese Streamer anzeige. Auch dazu hat Christian eine Antwort. Auch Außenstehende, die können natürlich solche Verstöße bei den Krankenhäusern und den zuständigen Behörden melden. Es gibt allerdings kaum eine Pflicht, dass sie darauf reagieren müssen. Hier könnte man auch noch eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde einreichen. Die ist dann verpflichtet, der Beschwerde in angemessenem Umfang nachzugehen und dem Meldenden auch einen Stand der Ergebnisse mitzuteilen. Eine Strafanzeige, die bringt erstmal wenig, denn die hier in Betracht kommenden Strafvorschriften, ja, die werden nur auf Antrag verfolgt und so ein Antrag kann nur von der verletzten Person gestellt werden. Wenn ihr es aber geschafft habt, die Personen wirklich zurückzuverfolgen, dann könnt ihr denen die Rechtsverletzung auch mitteilen und sie ermuntern einfach, einen Strafantrag zu stellen und dann können die auch die Streamer eventuell verklagen. Naja, trotz meiner ganz Nix-Post-Videos hatten wir allerdings den Eindruck, dass die Krankenhäuser versuchen, diese Fälle unterm Teppich zu kehren und dass die betroffenen Patienten niemals von den Fällen erfahren. Wie sind da die Meldepflichten? Haben die Krankenhäuser grundsätzlich die Pflicht, diese Fälle auch den Patienten zu melden? Nach Artikel 33 und 34 der Datenschutzgrundverordnung müssen das Krankenhaus und die Aufsichtsbehörden den betroffenen Personen melden und dann auch innerhalb von einer kurzen Frist das Ganze mitteilen, nachdem der Verstoß bekannt wurde. Ja, und solche Meldepflichten, die entstehen nicht bei jeder kleinen Datenpanne, aber hier werden ja massiv Persönlichkeitsrechte verletzt, indem man in einem sehr sensiblen Krankheitszustand einem Millionenpublikum vorgeführt wird. Ich gehe davon aus, dass hier entsprechende Meldepflichten bestehen. Ja, eines der wichtigsten Fragen für mich als Creator, aber auch für euch, war die Frage, ob ich diese Streamer nicht einfach unverpixelt zeigen könnte. Ich meine, die zeigen sich ja auch freiwillig selbst in einem TikTok-Livestream. Wie weit darf ich, wie weit dürfen wir als Community gehen und darf ich diese Streamer ganz einfach zeigen? Ja, wenn es nur um das Urheberrecht geht, dann ist das okay. Wenn du das nur in dem Umfang machst, den du brauchst, um das Gesehene angemessen kommentieren und einordnen zu können, dann kannst du dich auf das urheberrechtliche Zitatrecht berufen. Und auch das Persönlichkeitsrecht und das Datenschutzrecht verletzt du hier eher nicht, wenn du die Streamer zeigst. Denn es besteht ja ein öffentliches Interesse an dieser Berichterstattung. Und zudem sind die Streamer wenig schutzbedürftig, weil sie das Material ja selbst öffentlich gemacht haben. Allerdings solltest du die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung einhalten, weil du hier strafbares Verhalten vorwirfst. Das bedeutet insbesondere, dass du die gezeigten Streamer vorher mit deinen konkreten Vorwürfen konfrontierst und ihre Statements in deinem Video dann auch einbaust. Also ich bin der Meinung, dass ich mich dort an alle Regeln halte. Nichtsdestotrotz, was kann mir als Person passieren, der diese Streamer exposed? Auch wenn du dich an alle rechtlichen Vorgaben hältst, kann es natürlich sein, dass du abgemahnt wirst. Und wenn du keine Unterlassungserklärung unterschreibst, dann könnte es sogar sein, dass du verklagt wirst. Im Zweifel vor dem Landgericht und dann musst du den Anwalt nehmen und die Kosten für den Anwalt musst du vorstrecken. Und wenn das Gericht dir dann am Ende Recht gibt, dann zahlt der Kläger die Kosten, die einem Anwalt nach Gesetz zugehen. Hast du aber mit deinem Anwalt, was oft der Fall ist, höhere Stundensätze vereinbart, ja, da bleibst du auf den höheren Kosten selbst sitzen. Ja, last but not least wollten wir wissen, was den Streamern strafrechtlich und auch arbeitsrechtlich in allerletzter Konsequenz drohen kann. Wir waren immer der Ansicht, dass die Strafen sich bis dato in Grenzen hielten. Das heißt, es gab lediglich Gespräche oder im schlimmsten Fall Abmahnungen. Den Streamern, den drohen arbeitsrechtlich erstmal Abmahnungen und Kündigungen. Strafbar ist das Verhalten wohl auch und sie könnten natürlich von den Patienten verklagt werden.
Bei Straftaten, da kann ein Gericht nach § 70 Strafgesetzbuch ein Berufsverbot für die Dauer von einem Jahr bis zu 5 Jahren verhängen. Das wird dann ausgesprochen, wenn der Betroffene wegen einer rechtswidrigen Tat verurteilt wird, die er unter Missbrauch seines Berufes und unter grober Pflichtverletzung begangen hat. Noch schwerwiegender für Betroffene ist es, wenn die Erlaubnis, die Berufsbezeichnung Pfleger zu führen, widerrufen wird, denn das ist damit einem dauerhaften Berufsverbot gleichzusetzen. Die Erlaubnis ist übrigens zwingend zu widerrufen, wenn man sich eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich die Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufes ergibt. Und in meinen Augen ist das der Fall, wenn man in Krankenhausstreams als Pfleger produziert. Ja, was soll ich euch sagen? Die Streamer könnten also nicht nur in Zukunft ihren Job verlieren, sondern auch ihre Berufsausübungserlaubnis, was wirklich sehr krass ist, aber man darf nicht vergessen, dass die Vergehen oder die Streams auch teilweise sehr krass sind. Und nach all dem, was wir bislang auch schon sehen mussten, Beleidigung von Patienten oder Kinder im Livestream, ich meine, ihr wisst es ja selbst, finde ich diese Strafe manchmal sogar gar nicht übertrieben. Was können wir also abschließend dazu sagen? An dem Fall mit dem Security-Mitarbeiter bleibe ich nach wie vor dran. Denn da ist ehrlicherweise das letzte Wort noch nicht gefallen. Außerdem gibt es nach wie vor unzählige Livestreams aus Pflegeeinrichtungen, die absolut gar nicht fit gehen. Was sagt ihr zu dem Thema? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschö. Warum soll ich sagen, wo ich arbeite? Grüße aus Frankfurt, Grüße zurück aus Köln.